Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Herzlich willkommen zu unserer PMI-Session bei der ZEISS Academy for Metrology. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Klaus Schabel. Ich habe die Ehre, mit Ihnen heute über das Thema PMI zu sprechen. Ja, was ist denn überhaupt PMI? Product and Manufacturing Information in einem CAD-Modell. Damit hat der Konstrukteur die Möglichkeit, sämtliche Informationen, was Bemaßungen, Toleranzen, aber auch Bezüge angeht, direkt in einem CAD-Modell mit abzulegen, und mit ZEISS Kalypso können Sie daraus automatisch Prüfpläne mit diesen Informationen erzeugen. Ja, der herkömmliche Weg, wenn Sie ohne PMI arbeiten: Sie haben eine Zeichnung, in der alle Form-, Maß-, Lagegeschichten enthalten sind, gegebenenfalls auch ein CAD-Modell, an dem Sie diese Dinge programmieren. Sie müssen sich allerdings jetzt selbst Gedanken darüber machen, welche dieser Informationen tatsächlich gewünscht sind, welche dieser zum Beispiel Form- und Lagetoleranzen nachher in Ihrem Messprogramm mit enthalten sein sollen. Das ist natürlich für den Anwender ja schon etwas schwierig, diese ganzen Informationen herauszufiltern, und somit kommt natürlich auch bei der ganzen Programmaufarbeitung ein sehr großer Einfluss des Programmierers mit ins Spiel. Arbeiten wir hingegen mit Product and Manufacturing Information, dann, wie hier dargestellt in diesem mittleren Bild, sind diese Informationen bereits im CAD-Modell mit enthalten und können demzufolge direkt in Kalypso übertragen werden und daraus ein fertiger Prüfplan erzeugt werden. Wenn ein CAD-Modell diese Informationen enthält, dann erscheint im Kalypso automatisch eine neue Spalte, wie in diesem Bild dargestellt. Die bekannten Spalten kennen Sie: KMG, Prüfplan, Prüfmerkmale und Messelemente. Und nun erscheint eben diese fünfte Spalte PMI. Jetzt wollen wir uns aber raus aus der Präsentation bewegen. Jetzt wollen wir mal sehen, wie das Ganze tatsächlich live umgesetzt wird. CAD-Einstellungen gibt es hier, Konverter-Einstellungen für PMI. Und dort muss der Haken für Form- und Lageinformationen PMI gesetzt sein, was standardmäßig im Auslieferzustand auch der Fall ist. Und sagen erzeugen. Und wie Sie sehen, werden jetzt automatisch sowohl Messelemente als auch dementsprechende zugeordnete Prüfmerkmale erzeugt. Jetzt passiert was richtig Cooles. Jetzt fragt nämlich Kalypso, wie viele Mantellinien möchtest du denn haben für diese Geradheit auf dieser Zylinderfläche? Und jetzt kann man sich hier eben entscheiden, wie viele dieser Mantellinien erzeugt werden sollen. Ja, sagen wir als Beispiel 4 Mantellinien. Dauert kurz. Jetzt, ich habe ja alle 4 angewählt, möchte er für diese Rundheit wissen, wie viele Kreisbahnen sollen auf diesem Zylinder generiert werden. Dass wir einfach mal einen Unterschied sehen, machen wir hier mal 5 Bahnen rein. Und jetzt das letzte Element. Jetzt hier haben wir 2 Forderungen. Als Beispiel machen wir 3 Rundheiten. Und demzufolge, da würde ich mich für eine gerade Anzahl an Mantellinien entscheiden, dass wir immer schön gegenüberliegende Mantellinien auch haben. 4 Mantellinien zum Beispiel. Und was aus dieser Information Kalypso berechnen kann,
finde ich sensationell. Wir haben zum einen hier jetzt unsere ganzen Prüfmerkmale, viermal Geradheit, zwei, vier, sechsmal, Entschuldigung, fünfmal diese Rundheit des ersten Zylinders, dreimal die Rundheit des zweiten. Aber was noch viel, viel gravierender ist, wenn wir in die Messelemente reinschauen, was Calypso hier macht. In diesem ersten Zylinder werden automatisch vier Mantellinien als Strategie eingetragen, die gegebenenfalls noch anzupassen sind, was die Messstrategie an sich angeht. Und automatisch vier 2D-Geraden erzeugt, wo über Punkterückruf auf die dementsprechenden Pfade dieser Zylindermantelflächen zurückgegriffen wird. Würde man sagen, ja, ganz okay. Ich finde das gigantisch, vor allem für den letzten Zylinder. In dem wurde nämlich tatsächlich nicht nur diese drei Kreisbahnen generiert, sondern automatisch auch diese vier Mantellinien mit generiert, sprich eine, man könnte sagen, Doppelstrategie und gleichzeitig die richtigen Pfade ausgewählt, um daraus über Punkterückruf Kreise bzw. Geraden generieren zu können, mit denen dann die entsprechenden Prüfmerkmale ausgewählt werden.